Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und in diesem Video zeige ich euch einmal, wie ihr in FIFA 22 eine unendlich große Beobachtungs- bzw. Kandidatenliste haben könnt. Und somit seid ihr nicht mehr limitiert auf diese Zahl von 50 Objekten und das öffnet euch weitaus größere Türen, zum Beispiel im Bereich des Masseninvest oder ihr wollt euch ja schon mal vorsorgen für mögliche Upgrade-SBCs und kauft dann im Vorhinein Gold-Non-Rares oder Gold-Rares ein. Und das zeige ich euch, wie gesagt, hier in diesem kurzen und knappen Video. Wir sehen hier schon bei mir, habe ich eine Kandidatenliste mit einem Höchstgebot von 338 Objekten und unten rechts sehen wir im Roten, habe ich eine Zahl von 100. Ab 100 ändert sich das aber nicht mehr, das ist die maximale Anzahl. Sonst bei euch, falls ihr das hier diesen Glitch noch nicht gemacht habt, geht das natürlich nur bis 50. Und auf meiner Kandidatenliste habe ich schon einige Spieler, das können wir hier sehen. Im Spiel werden mir, glaube ich, maximal 50 angezeigt, genau so ist es, aber in der Web-App und nur dort und in der Companion-App funktioniert das. Dort sehe ich dann eine Zahl von genau 100 Spielern. So, dass das Ganze leider nicht in-game funktioniert, zeige ich euch auch einmal ganz kurz. Hier biete ich zum Beispiel auf einen Gold-Non-Rare-Spieler 400, ist ja in dem Fall egal, ich würde auch sofort kaufen, würde nicht funktionieren leider. Und das Ganze funktioniert wie gesagt in der Web-App, aber keine Sorge, das zeige ich euch einmal ganz kurz. Dafür muss ich mich, da ich es ja ohne Karten mache, natürlich in der Web-App und dafür muss ich mich ausloggen. Und wir machen den Monitor an und gehen einmal rüber in die Web-App und das Bild solltet ihr jetzt haben, genau so ist es. Und wichtig dabei ist, ihr müsst jetzt mir jeden Schritt folgen. Also es geht nur beim frisch Eingeloggten. Ihr dürft nicht zum Beispiel jetzt erstmal ins Stadion gehen oder auf Ziele klicken. Nein, befolgt bitte jeden einzelnen Schritt, den ich hier mache. Ihr geht auf Mannschaft und dann geht ihr in euer aktives Team. Dann sucht ihr euch einen freien Slot aus. Ich habe den meistens hier immer auf der Reservebank, den letzten Slot. Und dann klicke ich den an und kann Transfermarkt durchsuchen. Ich möchte vielleicht noch ein paar Bergquies kaufen, weil die mir einfach schmecken. Oder ich dort einfach mal ein bisschen spekuliere, suche dann die Karte aus, die ich gerne haben möchte. Ich weiß ungefähr den Preis und kann dann so beliebig oft drauf bieten, wie ich dann gerade möchte. Okay, den für 10.000 möchte ich nicht. Na gut, wollen wir nicht zimperlich sein, nehmen wir hier einfach mal ein paar mit. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert das Ganze, obwohl ich ja schon sehr, sehr viele Spieler auf der Beobachtungsliste habe. Und wenn ich jetzt einmal gucke, dann sehen wir hier, da ist meine Beobachtungsliste mit über 100, also mit genau 100 Spielern werden mir hier angezeigt. Oder beziehungsweise, ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber sollten 100 sein. Und das war es auch schon der Trick. Wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, weil ich jetzt einmal hier auf Transfers gegangen bin, funktioniert das Ganze nicht. Also, wir machen jetzt zum Beispiel hier Gold Non-Rares für, weiß ich nicht, 400. Und wenn ich jetzt hier bieten würde, würde es nicht funktionieren. Dann muss ich das Ganze einmal ganz kurz refreshen. Das wird euch auch übrigens, wenn ihr irgendwie über 50 Objekte geboten habt, dann wird das Ganze, kriegt ihr eine Warnmeldung, dass eure Beobachtungsliste voll ist. Dann müsst ihr, wie gesagt, einmal hier refreshen. Und dann macht ihr den gleichen Schritt wie eben. Ihr geht auf euer Team, aktives Team, Transfermarkt durchsuchen, Gold, zum Beispiel hier. Das ist jetzt meine Auswahl. Und dann kann ich hier wieder drauf bieten. So würde das Ganze funktionieren. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Trick. Wie gesagt, ihr geht hier den Reiter, bis der dann einmal durch ist. Könnt ihr auf so viele Spieler bieten, wie ihr wollt. Irgendwann ist dieser Reiter aber weg. Und dann müsst ihr einmal nochmal neu suchen. Ihr gebt dann eure Parameter ein. Dann würde ich einfach hier den Preis nochmal anpassen. Und dann könnt ihr wieder weiter bieten. Und das Ganze funktioniert so lange, wie gesagt, bis irgendwann die Liste voll ist. Nach 50 Stück sagt er euch, Beobachtungsliste voll. Und dann macht ihr einfach nochmal einen Refresh und seid damit durch. Durch sind wir auch mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, könnt ihr mir gerne auch weiterhelfen, indem ihr einfach lieb das Video kommentiert oder mir ein Like da lasst. Und falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.